Sodele, da sind wir auch schon. Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einem Wieder-Zurück-Stream. Einfach mal random rausgehauen. Ich habe gerade Zeit und sehr viel Lust, endlich mal wieder zu streamen. Ihr seht mich nicht, ja, ich habe keine Webcam hier und das wird auch erstmal so bleiben. Aber Hallihallöchen und herzlich willkommen im Stream. Ich hoffe, ihr hört mich. Ja, wir haben eine ganz spezielle Woche hinter uns. Da werden wir jetzt gleich noch ein bisschen drüber quatschen. Aber ich habe mir heute mal, weil ich streame so ungern alleine, das wisst ihr ja, ne, wenn es nicht gerade ein Singleplayer-Titel ist, habe ich mir weibliche Unterstützung geholt. Hallo Prinzessin. Hallöchen, Herde. Huhu. Ja, die Warrior Principessa ist da. Und die werden wir demnächst noch öfters hören. Sie ist heute einfach mal, ne, komplett alleine da. Demnächst geht es nämlich los mit einem DSA-Stream. Wir machen einen Roleplay-Stream, immer samstagabends. Aber das muss noch mindestens eine Woche warten. Nächste Woche ist der Start der Heide. Und ich freue mich schon tierisch drauf. Nicht nur du, nicht nur du. Ja, im Hintergrund seht ihr tatsächlich ein Bild gerade. Hast du den Stream offen? Ich habe den Stream offen, das ist wohl wahr. Gut. Weil, ich hau euch jetzt einfach mal ein paar Bilder rein. Das ist immer sehr angenehm. Ich bin der übrigens ganz rechts, ne? Der Kleine. Der rechts, der Zweite. Das ist, Bombenleger, langhaariger Bombenleger Rampensau, nennen sie ihn. Das ist der offizielle, Brandmanager. Also der steht nur zwei Köpfe unter dem CEO von Wargaming. Und er ist einfach nur eine coole Sau. So, in der Mitte, die Dame, das ist eine PR-Mieze aus Niederlande. Sehr, sehr, sehr nettes Mädel. Und links daneben haben wir den Bassisten von Sabaton. Und ganz, ganz links außen ist Jürgen Stöffel von meinmmo.de. Also da haben sich ein paar gefunden, ne? Zwischendrin nochmal ein ganz liebes Dankeschön an den Freike, der mir vorher nochmal einen Sub geschenkt hat. Ja, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Karl Lauer, hab keine Karten mehr bekommen für Staff der Heide. Wir haben tatsächlich noch eine für Samstag und eine für Sonntag. Einfach mal aufs Discord kommen. So, ja, ich hau euch jetzt einfach mal hier direkt mit auf meinen Desktop, weil sonst zeigt er wahrscheinlich wieder nichts an. Und wir gucken uns einfach mal an, was der Muso letzte Woche erlebt hat, denn es war großartig. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Ne? So, das ist mein Desktop, mein offizieller Desktop. Ja, der ist furchtbar unaufgeräumt, aber muss halt sein. So, wir machen jetzt mal ein bisschen Musik an. Was hörst du gerne? Prinzessin, was hörst du gerne? Jetzt hört sie mich wieder nicht. Prinzessin? Nee, ich habe nur die 1 gedrückt, statt sie zu gucken. Oh, wow. Hab ich vorher noch extra aufgestellt. Nein, was Rockiges wäre super. Okay, Rock haben wir gerade nicht. Wir haben das Londoner Philharmoniker Orchester mit dem Greatest Game Music Album 1. So. Ja. Der Move auf der Gamescom, und zwar das allererste Mal. Einige von euch haben es tatsächlich mitbekommen. Ne? Wir hatten ja 2 Streams, der dritte ist ja ausgefallen wegen dem DDoS-Angriff. Das war auch so ein Ding, aber naja, machen wir nachher. Und ich habe tatsächlich mit Facecam gestreamt und ich habe es ehrlich gesagt nicht bereut, aber ich hatte ultra Panik davor. Kommen wir aber gleich zu. Ja, das hier, ne? Moment, ich mach's mal größer. Das hier war mein Hotelzimmer. Großartig. Weil Wargaming, 5 Sterne, ne? Und darunter geht nichts. Karl, du könntest ja mal den Friedrich fragen, ob der noch welche hat. So, wir haben tatsächlich ein 5-Sterne-Zimmer bekommen, aber ich war ganz alleine darin, weil niemand mitkommen wollte. Es war sehr traurig. Ich war komplett alleine. Sehr schade. London, warum seid ihr so laut? So. Ich habe den Bildschirm übrigens nicht ein einziges Mal angemacht, weil ich einfach keine Zeit dafür. So, absolut nicht. So, kann man hier irgendwie weitermachen? Ja, per Taste. So,
Also, das war mein Hotelzimmer und ich muss sagen, wenn man in so ein Hotel geht, Excelsior hieß es, man fühlt sich echt dreckig, wenn man reinkommt. Ja, man fühlt sich von Haus aus dreckig, ist nicht meine Welt. Ich bin eher so, ne, der bodenständige Typ. Und Wargaming hatte auf jedem Zimmer eine Tüte hinterlegt. Da waren dann auch so lustige roten Hemdchen drin, wo dann hinten auf dem Rücken steht Crew. Das habe ich mir längst nicht angezogen, weil, ne, ich bin halt nur der Streamer. Ich bin nicht für den Aufbau zuständig, deswegen, ja, habe ich die jetzt hier irgendwo rumliegen und dann ziehst du mir irgendwann mal vielleicht nächste Woche an oder so. Ich war zu knauserig für sowas. Ja. Die gute Jenny ist auch da. Jenny, wir sehen dich auch gleich. Erstmal Hallihallöchen, Nachtvogel. Na, ist die gute Jenny Pankratz von Piranha Bytes. Schön, dass du da bist. Das hier ist cool. Das hier war der THQ-Stand und die hatten tatsächlich einen Monster-Truck und zwar den Gravedigger da. Und haben dann auch getwittert, @Wargaming, dieses Jahr haben wir den größten. Ja, wen wir hier sehen, das ist Timeras. Timeras ist Perfect World Mitarbeiter und Community Manager für Star Trek Online. Mit dem bin ich am ersten Tag ein bisschen durch die Gegend gezogen. Wir haben uns alles ein bisschen angeguckt und vielen, vielen Dank für die Subs. Wir haben Cyberdeck, wir haben Dark Alamo und wir haben Easy Loss. Vielen, vielen Dank. Auch noch vielen, vielen Dank an die Geschenksubs. Die werden mir gerade hier nicht angezeigt. Pizzi hat vorhin einen rausgehauen und du hast gerade eben auch einen bekommen. Dankeschön auf jeden Fall. Ja, wir machen heute ein bisschen Fotostream. Danach geht's nochmal los mit Prinzessin und World of Tanks. Ist nur kurz, ne? Ich werde mir dann am Mittwoch oder so den Harald und den Kralle nochmal einladen, dann quatschen wir noch ein bisschen drüber. Ich habe zum Beispiel auch die Videoaufnahmen noch gar nicht da, ne? Da sind noch einige Videoaufnahmen, die kommen noch. So, die Bundeswehr war auch da. Die Bundeswehr hatte tatsächlich ein kleines Kontingent von Fallschirmjägern und irgendwelche Lufthansa-Typis da, was weiß ich, kenne mich da nicht aus. Ja, hatten da so ein Wiesel versteckt, hatten einen Dingo da, konnte man reingehen und sich das angucken. Und dann ging es auch direkt weiter mit der Twitch-Lounge. Ich weiß nicht, ob ihr da wart. Es gab eine Twitch-Lounge, da konnte man auch nur rein, wenn man Partner ist. Oder, ne, sehr bekannt. Und dort wurde No IRL Streaming überall propagiert. Ne? Man durfte von dort aus nicht streamen. Durfte man nicht. Ja, aber ich habe mich da drin gefühlt wie im Affenkäfig, weil das mitten in der Mitte der Halle war und alle außen rumlaufen konnten und reingeschmult haben, ist klar. Ne? Da sitzen halt die Streamer, manch einen kennt man. Die Tinkerleo habe ich erkannt und die Ravaris und den Andi und dann hat es auch schon wieder aufgehört. Ich war nicht oft da. Ja, aber es gab dort tatsächlich gratis zu trinken und ich habe mich die ersten Tage, wo es richtig warm war, also ne, in den Hallen waren es bis zu 40 Grad, habe ich mich von Stand zu Stand orientiert, wo es gratis zu trinken gab. Also wie in der Wüste Sahara von Oase zu Oase. Und da gehörte leider der Twitch-Stream auch dazu, der Twitch-Stand. So, das hier wird jetzt Pizza Wagner freuen. Die war nämlich direkt unsere Nachbarn. Ne? Der Farming Simulator 19 oder Landwirtschaftssimulator 19. Und die waren extrem laut. Also Wargaming war natürlich, wie immer, der lauteste Stand. Gleich danach kam Fortnite. Und dann kam auch schon tatsächlich der Landwirtschaftssimulator. Und man muss dazu sagen, ich kenne die Landwirtschaftssimulatoren noch von damals auf der Games Convention in Leipzig. Damals hatte man einen, so eine kleine Buchte. Da saß dann ein so ein Typ dran. Der saß auf seinem Stuhl vor einem Tisch mit drei Zetteln in der Hand. Und daneben hat er einen Rasenmäher und zwei halbnackte Frauen gehabt. So wurde damals der Landwirtschaftssimulator 1 angekündigt und heutzutage haben die einen Riesenstand gehabt, irre, also die waren auch wirklich laut und die haben dann auch immer so Community-Sachen gemacht und dann haben so irgendwelche Gummikühe ins Publikum geschmissen, war schon extrem geil. Das Problem ist, wenn du da oben streamst, du hast die direkt vor der Nase und es war sehr laut, ne? Entweder Wargaming oder die hier. So, hier sehen wir es mal. Die hatten tatsächlich eine Kuh auf der Bühne. Musste ich fotografieren.
Die war so süß. Und den ersten Tag habe ich dann, ne, Jenny, die kennst du ja hier, habe ich dann mit Piranha Bytes verbringen dürfen. Und Piranha Bytes sind extrem nette Menschen, ja. Für diejenigen, die nicht wissen, wer Piranha Bytes sind, das sind diejenigen, die Elex gemacht haben, die Gothic gemacht haben, die Risen gemacht haben. Und die haben mich so ein bisschen am Schlawittchen gehabt und haben mich einfach mal überall mitgenommen. Und das fand ich sehr, sehr nett. Ich habe unglaublich viele Leute durch Piranha Bytes kennenlernen können, gerade auch bei THQ und so weiter. Und es war unglaublich spaßig. Ne, im Hintergrund, der auf sein Handy guckt, das ist der Björn. Das ist der Chef von Piranha Bytes. Und hier ganz vorne, der so schön in die Kamera, an der Kamera vorbeilächelt zum Beispiel, das ist einer der Story-Autoren. Also derjenige, der die ganze Story und die ganzen Charaktere entwirft. Also großartig. Ganz genau. Ah, großartig. Hat echt Spaß gemacht. Und Jenny, nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr mich da so adoptiert habt. Weil ich war da ein bisschen verloren. Ich war ja komplett alleine da. Es war meine allererste Gamescom. Und Piranha Bytes hat sich so ein bisschen um mich gekümmert. Das fand ich so nett. So, weiter geht's. Die Fotos sind alle nicht irgendwie hier in einer Reihenfolge oder so. Das hier war der Merch-Stand von Wargaming. Es war tatsächlich keine Sau da in den ersten Tagen. Warum nur? Ich weiß es nicht. Meine T-Shirts sind halt cooler. Ja, meine T-Shirts sind cooler. Und ja, hier habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe dieses Foto hier veröffentlicht. Ne? Da waren wir am ersten Tag in Halle 5.2 und da gibt es ja Merch. Ubisoft und weiß der Geier was. Und hier vorne seht ihr vielleicht Katzen. Ne, die hier. Und Nupsi hat die gesehen und sagt, ich will die. Musste ich so viel kaufen. 30 Euro wollten die für so eine kleine Katze. Das war ziemlich heftig. So, aber natürlich gab es auch überall sehr viel Retro-Sachen, was ich sehr, sehr geil fand. Und hier zum Beispiel, das hier ist krass, ist ein Bild von Warcraft Adventures. Ne? Warcraft Adventures ist ja nie rausgekommen tatsächlich, das haben sie ja eigengemottet. Und hier haben wir die Packung dafür, was ich ziemlich cool fand. Das Ganze wurde dann übrigens als Lord der Clans als Buch veröffentlicht, die ganze Story, was ja eigentlich ein Spiel werden sollte. So, hier links haben wir Day of the Tentacle Prolog. Ist kostenlos zum Download erhältlich. Muss ich mir auch nochmal angucken, spielen wir mal zusammen. Ja. Und für die Anno-Fans unter euch gab es hier ein riesiges Sammelsurium von allen Anno-Sachen, die jemals veröffentlicht wurden. Und das fand ich sehr, sehr cool. Also das war wirklich eine vollständige Sammlung und die ist nicht einfach zusammenzukriegen. So, demnächst kommt ja auch noch Anno 1800 raus. Darauf freue ich mich sehr. Hab mir die Trailer angeguckt und ich bin sehr gespannt drauf. Das sieht so fantastisch aus. Wow. Übrigens, von Spielen selbst habe ich nicht viel gesehen. Ich hatte einfach überhaupt keine Zeit und teilweise musste man sich über Stunden lang anstellen, nur um ein Video zu sehen. Ich habe von den Spielen an sich, von der Gamescom, so gut wie gar nichts mitbekommen. So, dann habe ich den Knilch hier gefunden. Ich glaube, es ist ein Transformer. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe die Filme nie gesehen. Da kann ich dir auch nicht helfen. Mist. Er leuchtete halt auf jeden Fall blau und er war ziemlich groß. Er sah ganz cool aus. Neben dem Vieh stand auch noch das Auto. Auch wahrscheinlich ein Transformer halt als Auto. Mit viel blauem Schnickschnack und so weiter. Also, das war ziemlich cool gemacht. Aber den hier habe ich wiedererkannt. Ne, das ist der kleine Mini-Transformer aus dem ersten Film. Der stand neben dem Auto. Den fand ich süß, den musste ich unbedingt fotografieren. Ja, aber insgesamt war ich ein bisschen traurig. Es gab fast kein Cosplay auf der Messe. Ne, ein paar sind rumgelaufen, unter anderem auch Jenny und Björn. In ihrem Batman-Auto, sehen wir noch. Aber insgesamt gab es nicht sonderlich viel Cosplay. Ne, wenn man mal auf der Roleplay-Messe war oder so, da ist einer von 1000 nicht im Cosplay und hier ist es genau andersrum. Also, war schade. So, hier war ich bei THQ.
Na, THQ hatte mich eingeladen. Ja, wir machen mal einfach ein Reveal. Wir gucken uns einfach mal einen Haufen Trailer an, um einfach mal zu gucken, was THQ so dieses Jahr rausbringt. Und das Ganze in einem Privatkino. Da war vorher auch wirklich eine, ja, ich sag mal, große Anzeigetafel, was sie jetzt nun spielen, war ziemlich cool gemacht. Und die Trailer waren auch echt niedlich, weil sie auch viel mit VR gemacht haben. Und großartig, hat echt Spaß gemacht. Dann war ich bei Wargaming. Und so hier sieht der Wargaming-Business-Stand aus von innen. Und da hat man echt wirklich Gott und die Welt getroffen. Ja, der Stream steht auf IoT, ist mir eigentlich ziemlich Wumpe. Ich mache keine In-Real-Life-Streams. So, dann, upsala. Kutter! Ja, jetzt hat's natürlich... Ah! Ja. Moment. Da ging gerade was schief. Hier waren wir beim Game-Verband. Das sind ja diejenigen, die ganze Gamescom quasi aufbauen und reglementieren und so weiter. Und da waren wir am Tisch von Riot Games und haben denen ihr Zeug geklaut. In diesem Game-Verband-Booth habe ich tatsächlich auch zwei meiner absoluten Favoriten kennengelernt, die ja quasi Helden meiner Jugend waren. Im musikalischen Bereich war es der gute Kai. Ne, hat Musik für Gothic und für Risen gemacht. Und dann habe ich den lieben Gunnar Lott kennengelernt. Gunnar Lott war damals Chefredakteur der GameStar, später GamePro und macht jetzt Stay Forever, den Podcast. Und ein absoluter Held von mir und meiner Jugend. Und ich habe ihn kennengelernt. Das war großartig. Ich lief da nämlich durch die Gegend, weil ich gerade einen Termin bei Ingo Horn hatte von Wargaming. Und lief halt einfach an einem sehr schlaksigen, großen, grauhaarigen Typen vorbei und dachte mir, woher kennst du den? Hab Ingo gefragt, du, ist das Gunnar? Ja, ja, soll ich euch bekannt machen? Und meine Kinnlade ging runter. das war, wow. Er hat sich echt auch mit mir unterhalten und meinte auch so, Motality, ich gucke keine Streams, aber deinen Namen kenne ich irgendwoher. Das fand ich echt cool. So, weiter ging es dann mit der Gamer Legion. Ja, bin ich dran vorbeigelaufen, hab den Legi getroffen. Für diejenigen, die ihn nicht mehr kennen, Legi war damals bei der Panzerfahrschule von Nossi dabei und hat jetzt sein eigenes Event hier veranstaltet, hat er seine eigene Firma, ne, Gamer Legion. Und da kann man sich coachen lassen. Algo zum Beispiel ist auch ein Coach von denen. Und sehr nette Menschen, schaut mal vorbei. Und dann sind wir auf den Wargaming-Stand gegangen. Und man muss dazu sagen, der Wargaming-Stand war diesmal ein bisschen kleiner als sonst. Ja? War aber trotzdem geil. Also die Menschenmenge hat sich in der Mitte versammelt, hinter uns. Von der Perspektive aus würde jetzt World of Tanks sein. Links von uns war World of Warships. Rechts von uns, ein bisschen weiter höher, war die Streamer-Lounge. Die sehen wir auch gleich noch. Und hier sehen wir gerade, wie Obirian Dinge in die Menschenmassen wirft. Und das hier sind noch relativ wenig. Das war, glaube ich, am ersten Tag, was ich aufgenommen habe. Nimmt da wieder nicht das nächste Bild. Moment. Manchmal ist es ein bisschen seltsam. Ja, wir hatten natürlich auch einen Panzer. Und wie man es von Wargaming nicht anders kennt, gab es natürlich auch ein paar Damen. Die standen tatsächlich auch sehr oft an diesem Fahrzeug rum und mit denen konnte man Fotos machen. Haben das tatsächlich sehr, sehr gut hier zeigen können. Und dann, oh, kommen wir direkt zu Nossi. Ja, der liebe Sir Nossi war natürlich auch da. Er hat zwar nicht gestreamt, also außer bei mir, aber ansonsten war er natürlich auch da, ein bisschen privat. Und das hier sind die Bombshell Bells. Ich liebe diese Band. Das ist eine Band, die macht so 30er Jahre Musik auf neu getrimmt. Und die sind dort auch mehrfach aufgetreten, hat man auch bei mir live im Stream gesehen. Und ja, Nossi hat sich natürlich sofort an sie rangeschmissen. Und dann, ja, ne? Hast du sie gegrüßt? Natürlich. Ja, hier haben wir, ne, so einen Typen und Mailand. Wir haben uns getroffen und Mailand ist echt ein Netter. Ja, mit dem habe ich mich echt sehr, sehr gut unterhalten und ist sehr, sehr freundlich gewesen.
Ja, dann haben wir hier wieder so Typen und dann haben wir rechts den Nossi und links den Krylo. Und wir sind nicht umgefallen. Wer hätte das gedacht? Obwohl man hier schön sieht, Krylo setzt alles daran, aber ne? Ich bin das unbewegliche Objekt, keine Chance. Aber ich gebe mir berechnen Sie mal. Ich sehe gerade, hier habe ich ein Sam & Max T-Shirt an. Ja, also für diejenigen, die mich noch nie gesehen haben, ne? Tada! Da ist er. Und das hier ist eins meiner absoluten Lieblingsfotos. Ich liebe dieses Foto. So, und zwar, ich war ja mehrere Tage, ach Mann, blödes Windows. Ich war ja mehrere Tage mit Piranha Bytes unterwegs und links haben wir die Jenny Pankratz, rechts haben wir den Björn Pankratz und beide sind sie im Cosplay rumgelaufen und das bei über 35 Grad. Und ich muss sagen, dieses Cosplay war fantastisch, ja, also es sah richtig, richtig gut aus, aber es muss schweinewarm gewesen sein. Björn hat schon gesagt, ne, wenn er die Maske abgenommen hat, sah er aus wie Darth Vader. Aber ne, die haben einen fantastischen Eindruck hinterlassen. Und es waren zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich mit die einzigen Cosplays, die am Mittwoch rumgelaufen sind. Ja, also Batman und Catwoman hat man tatsächlich eine ganze Weile gesehen. Ist das eigentlich Catwoman oder war es Batwoman? Ich bin mir nicht sicher. Aber es sah fantastisch aus. So, die beiden. Es hat sich gelohnt, ja. Die beiden haben tatsächlich auch nochmal einen Gruß an die Herde da gelassen. Das zeige ich euch dann später, weil ich habe die Videoaufnahmen noch nicht rüber kopiert. Sehr, sehr nett. Ja, also kauft Spiele von Piranha Bytes. Besser geht's nicht. So. Oh, und jetzt sind wir auch schon direkt auf der Player Party. Und hier links sehen wir mal Nossi in seinem Element. Ja, das hier ist der liebe Nossi mit seiner Band. Auch extrem nette Menschen. Die haben tatsächlich einen Catwoman. Das ist die Maske von Halle Berry. Stimmt. Stimmt. Hatte mir Björn erzählt, ne, dass du da einen Mix draus gemacht hast. Aber Jenny sieht sowieso immer gut aus, egal was sie trägt. Und Lack und Leder, ne, unterstreicht das nur. So, wir waren hier auf der Player Party und Nossis Band hatte tatsächlich einen Contest gewonnen und durften dort auftreten. 45 Minuten lang haben sie gespielt. Sehr, sehr schranzige Musik. Wenig Gesang, aber war trotzdem ein cooler Auftritt. Und ja, Player Party war sowieso der Hammer. Auch wenn es ein bisschen blau wurde zum Schluss. Es gab nämlich gratis Bier, Zeugs und was weiß ich. Ich habe keinen Alkohol getrunken. Ich blieb bei Cola. Aber man sieht es ja trotzdem ziemlich blau. Ja, wir sind extrem blau. Ja, und es hat nichts damit zu tun, dass wir einen der wohl bekanntesten World of Tankler getroffen haben. Ja, nämlich den Harald. Nee, also Quickie Baby war auch da mit seiner Freundin und hat sich dann auch für Fotos zur Verfügung gestellt. Fand ich ganz nett. Und ja, rechts haben wir den Harald von Horn. Der hatte dann auch nochmal einen Auftritt vorgestern im Stream. Fand ich sehr, sehr nett, dass er da mitgekommen ist. So, und dann ist der Mut tatsächlich auch einer weiteren hübschen Frau über den Weg gelaufen. Und zwar, wer sie nicht kennt, das ist die Melli. Ja, die Melli, also M3LLY. Die gute Melli hat damals auch sehr, sehr häufig die Wargaming League gecastet. Ja, ist eine extrem sympathische Frau und war dieses Jahr für Blizzard aktiv. Ne, stand bei Blizzard auf der Bühne. War aber auch bei uns auf der Party. Ich sag jetzt nicht, dass ich mit ihr schon mal essen war. Ich wollte gerade sagen, so. Viele hübsche Mädels gedatet. Ja, das ist Zufall. Weil, ne, man kommt ja nicht dazu. So, ich muss das jetzt mal so machen, damit man hier nicht alles sieht. Ja, ich bin an dem Typi hier über den Weg gelaufen. Weiß nicht, war irgend so ein alter Mensch, den kannte ich nicht, aber das ist natürlich Jingles. Ja, also mein sehr geschätzter Kollege Jingles. Ich liebe diesen Menschen, ja. Ich liebe diesen Menschen abgöttisch. Er ist unglaublich sympathisch. Wir haben ihn natürlich des Öfteren getroffen und wir haben uns natürlich auch des Öfteren unterhalten, aber er lief tatsächlich auch über das Messegelände. Jeder konnte ihn ansprechen, jeder konnte mit ihm ein Foto machen und er hat wirklich alles ertragen, das ist großartig. Und als wir dann später im Hotel waren,
Wer ist eigentlich die zweite Person? Ignorieren wir einfach. Ja? Aber er ist Motility-Fan, der muss cool sein. So. Nee, wir haben uns später im Hotel getroffen oder vor dem Hotel. Und dann kam da eine Gruppe von Menschen an. Ne, alle sehr aufgeregt, alle sehr hibbelig, alle waren schon leicht angetrunken. Nur einer war völlig durch. Einer aus der Gruppe hatte nämlich ein buntes Kleid an, was ihm, ich sag mal, gerade so über den Poppes ging. Ein Typ, ja, hatte ein buntes, hautenges Kleid an, Badelatschen und irgendeine bunte Mütze drauf. Und er wurde dann von seinen Kollegen durch Köln geschubst und immer wieder abgefüllt. Und Jingles kam zu mir, ich glaube, die habe ich mitgebracht, das sind garantiert Engländer, das tut mir schon mal leid für mein Völkchen. Wir haben da halt irgendwie gerade eine Feier gehabt, wahrscheinlich Junggesellenabschied oder sowas. Hortkind, ich kann dazu nichts sagen. So, dann ging es weiter, was man nicht alles trifft beim Essen, ne? Den guten Herrn, den Richard Cutland, den kennen wir bereits. Das ist der Challenger. Der macht Inside the Tanks für World of Tanks. Und krabbelt dann halt auch mal das ein oder andere Mal durch die Panzer. Und den hatten wir schon mal zum Interview in einem Tiger 2, falls ihr euch erinnert. Das war in dem Saumur-Video. Ich mit meinem echt schlechten Englisch, aber ach, er ist so knuffig. Er ist so knuffig, er kommt einem immer so entgegen. So, jetzt ist wieder das Ding hier abgestürzt. Moment. Aber wen man da nicht alles trifft, ne? Ich habe jetzt nicht alles fotografiert, aber ein paar haben wir drauf. So, was haben wir hier? Ach ja, ein Foto von euch tatsächlich. Ich weiß nicht, wer es gepostet hat, aber das war der Freitag, wo der Stream ausgefallen ist, weil da gibt es auch noch eine Story. Wir haben einen DDoS-Angriff hinter uns gehabt, ne? Es fing am Donnerstagabend an, ging dann bis über den ganzen Freitag und in den Samstagvormittag. Haben sie das Internet abgeschaltet, abgeschossen in dem Fall, mit DDoS-Angriffen. Und wir konnten natürlich nicht streamen, weil wir hatten einen Ping von 10.000 und Scott war's. Okay, Scott, das ist dein Foto. Ja, den Scott habe ich auch geknuddelt. Den Stahlwolle habe ich auch geknuddelt. So, jedenfalls saßen wir dann da oben, konnten absolut überhaupt nichts machen und haben uns dann einfach mal hingesetzt und ein bisschen alles auf uns wirken lassen. Das Problem an der Sache ist, Wargaming ist natürlich ein Online-Spielehersteller. Ja, und erstmal vielen lieben Dank, Timeras, für den Host. Hallihallöchen, liebe Leute. Und, oh, die Pixelfüchsin ist auch da. Hallihallöchen, Pixelfüchsin. Wow. Die hat's mir auch angetan, ne? Die Pixelfüchsin und der Wulfen. So nette Streamer. Ich kenne ja nicht so viele Streamer, aber die beiden sind echt knuffig. So, egal. Wir haben jetzt erstmal hier dann kein Internet gehabt. Und natürlich die ganze Bühne, der ganze Stand konnte natürlich auch nicht spielen. Weil man spielt ja nicht auf irgendeinem Server, sondern man spielt ja im Internet. Und sämtliche Leute hatten einen Ping von 10.000 oder sind komplett rausgeflogen. Das Problem, zu diesem Zeitpunkt, wo dieses Foto aufgenommen war, stand Hand of Blood gerade auf der Bühne. Ne? Hand of Blood mit seinen 400.000, 500.000 Zuschauern, was weiß ich, ist ja nun relativ bekannt. Und stand dann auf der Bühne und musste Steinschere Papier spielen, weil nichts mehr ging. Das war sehr traurig und sehr peinlich für die Messe. Ja, aber was soll man machen, ne? DDoS halt. So, natürlich konnte ich es mir nicht nehmen lassen. Ich wurde gezwungen. Ne? Es sieht aus wie eine Tretmine in einem Schlaraffenland. Das ist so wie... Wow. So ein schwarzes Loch in einer wunderschönen Galaxie von Frauen. Laber nicht. Ich muss dazu sagen, ich habe das erste Mal mit Facecam gestreamt und ich habe wahnsinnige Panik davor gehabt. Für diejenigen, die es nicht wissen. Ich leide seit über 15 Jahren an einer Krankheit namens Dysthymie. Und ich habe tatsächlich über Wochen teilweise starke Depressionen. Also richtig starke Depressionen. Und das sieht man leider auch. Ich bin ein bisschen kugelrunder geworden und ich habe tierische Angst vor Ärzten. Und letztes Jahr hatte ich einen Unfall. Und da ist mir ein Stückchen Zahn abgebrochen. Und ich habe so eine Panik gehabt, weil man ist ja heutzutage auf dieses, ne, trendige Modezeugs und so weiter, Hochglanzfotos, was weiß ich. Und ich sehe halt nicht aus wie Brad Pitt. Ne, das hat halt den Grund, ich bin halt 15 Jahre lang in verschiedenen Krankenhäusern gewesen und ist nicht schön, das kann ich euch sagen.
Und da hatte ich echt Panik, dass da wirklich brutales Zeug, ja, über die gängigen Kanäle kommt, ne? Aber dem war nicht so. Dem war nicht so. Die Herde war der Hammer. Ja, sie haben mich extrem nett in die Arme geschlossen, haben mich sofort akzeptiert, so wie ich bin. Und da musste ich abends mir schon ein paar Tränen verdrücken. Also, das war der Hammer. Vielen, 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 vielen Dank, liebe Leute. Hätte ich nie erwartet. Ich habe mich ja jahrelang gedrückt. Aber es ist besser geworden. Ati, auch an dich vielen, vielen, vielen Dank für deine 34 Monate Support. Dankeschön. Jetzt fange ich gleich wieder an zu flennen. Gut, dass wir keine Webcam haben. So, dann ging es weiter. Das war ein sehr musikalischer Abend. Kennt ihr den hier? Moment. Das muss ich einspielen. Den vom Sehen erkennt man ihn vielleicht nicht. Aber ihr kennt garantiert das hier. Siehst du den Rauch am Horizont? Kannst du die Trommeln hören? Tausende müssen sein. Dort stehen sie in Reih und Glied, atmen den Hauch des Todes. Hass erfüllt und voller Wut wollen sie nur eins: Allianzen Blut. Die Horde rennt, sie macht alles nieder. Die Ja, ihr erinnert euch vielleicht, das ist Jan Hegenberg plus Band. Und da muss ich nochmal ein liebes Dankeschön, ein riesiges Dankeschön an den Björn Pankratz ausrichten. Denn der hatte mich mitgenommen. Er meinte so: Weißt du was, ich nehme dich jetzt einfach mit. Du bist Fan von Jan Hegenberg, deswegen, ich kenne da jemanden. Wir sind hinter die Bühne gegangen. Er hat die ganze Crew rausgeholt. Die waren irre nett. Während ihrer Pause, ja, die waren kurz vorm Auftritt, hat er die rausgeholt und sie haben sich echt nochmal breitschlagen lassen, ein bisschen zu quatschen und mit mir ein Foto zu machen, und das war der Hammer. Ja, ich habe mich so drüber gefreut. Und deshalb nochmal vielen, vielen Dank in Richtung Björn und Jenny Pankratz. Also ohne euch wäre das echt nicht ganz so geil gewesen. Ihr habt echt so viel gemacht. Genau. Die Pixelfüchsin, die sehen wir am morgen, ne? Morgen streamst du ab 20 Uhr. Wer wir hosten. So. Ganz kurz, Ullerchen hat nämlich gerade das zweite Mal subscribed. Und da muss ich jetzt auch nochmal weit ausholen. Denn Ullerchen habe ich natürlich auch getroffen. Ne, mit dem Viti zusammen war er unterwegs. Und Ullerchen hat nicht nur mir, sondern glaube ich auch Harald ein wunderschönes Geschenk gemacht. Und zwar haben wir von ihm ein Schweizer Armeetaschenmesser, ein Original Schweizer Armeetaschenmesser bekommen. Und das ist der Hammer gewesen. Also Ullerchen, vielen, 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 vielen Dank. Dankeschön. Und Acetylcholin-Rezept hat ebenfalls gerade eben das 33. Mal subscribed. Auch an dich. Vielen, vielen Dank. Matome das 16. Mal. Dankeschön. Ullerchen das zweite Mal. Dankeschön. Ach, so, also wirklich, die Gamescom war anstrengend. Ja, sie war voll, aber sie war so geil. Das hat so viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen euretwegen. So, und. Ja, den kennt Jenny vielleicht auch. Das ist der Kai. Ja, das ist, war ein sehr musikalischer Tag. Habe ich mich sehr gefreut, ja. Wenn man ihn mal googelt, der gute Kai macht sehr, sehr gerne Musik für Gothic und Risen und ist ein fantastischer musikalischer Künstler. Und er lief dort auch die ganze Zeit rum. Ich habe ihn mehrfach getroffen und das ist ein sehr, sehr netter Mensch. So, und ja, weil ja hier nichts geordnet ist, sind wir schon wieder auf dem Wargaming-Stand. Das hier war die Streaming-Lounge. Von hier oben haben wir gestreamt. Man sieht hier in der Mitte Mailand, wird ein bisschen verdeckt von Private Pinguin mit seinem Pinguin-Kostüm. Da hinten haben wir den Algo, Quickie Baby mit seiner Freundin. Und die Dame hier ist eine Carrier-Fahrerin. Ich weiß, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich und Namen. Aber sie hat mein Kärtchen bekommen. Vielleicht sehen wir sie mal irgendwann. War auf jeden Fall eine extrem nette Dame. Und nette Damen kann man in Xyrene, okay. Xyrene, genau, okay. Nette Damen kann man in World of Warships immer gebrauchen. Ihr wisst, ich hatte da ein paar Problemchen mit toxischen Elementen. Ja, Frau oder Freundin ist mir ziemlich Wumpe. Ekro, vielen, vielen Dank für 28 Monate. Dankeschön. Dreifaches Bitmu. Ja,
ne, die deutschen World of Warships-Streamer waren sowieso alle ziemlich cool. Private Pinguin war da, Keuler war da, dann hier Siren. Und wen hatten wir noch? Cloud hatten wir noch da. Cloud hat sich dann später sogar auf die Bühne gemogelt und hat da sogar was gewonnen. Das hier ist eines meiner absoluten Lieblingsfotos. Wen man hier alles trifft, ne? Den Fallout Boy. Das fand ich so süß. Cool. Der war ein bisschen schwerhörig. Er war mit einer anderen Dame da, die stand jetzt links von uns und hat die Fotos gemacht. Und sie hat immer versucht, ihn zum Stehenbleiben zu bewegen. Und er hat es immer nicht gehört. Das sah echt lustig aus, wie dieses kleine Mädel diesem riesen Fallout-Bau hinterherlief, um ihn dann ständig anzuhalten. So niedlich. So, ich muss mal wieder zumachen, weil natürlich ging hier mal wieder alles schief. Wo waren wir? Da. Dann haben wir ihn. Ich habe wieder mein Problem mit Namen. Einige von euch werden ihn kennen, kommt aus der O'Hare-Community. Er hatte, finde ich, mit eins der besten Cosplays ever. Er sah halt perfekt aus, wie ein absoluter Sternflottenoffizier. Und Foxy? Das ist der Hammer, ja, also er hat das alles selber, Voxymoron ist das, alles klar. Ja, ich und Namen, das tut mir echt leid. Es ist mir tatsächlich schon mal passiert, dass ich im Club eine wunderschöne Frau kennengelernt habe, als ich noch jünger war und knackig. Und ich habe nach 20 Sekunden ihren Namen vergessen, das war sehr, sehr peinlich. Das passiert häufiger. Voxy hat hier tatsächlich ein extrem geiles Kostüm angehabt und das hat er alles selber geschneidert, ja. Von klein auf hat er alles selber geschneidert. Er hat das Ganze auch nochmal in Rot und es sah fantastisch aus. Also der Wahnsinn. Ja, ich hab mich... Und heute knackt Mu mehr. Ja, wir knacken heute. Immer wenn ich aufstehe. Nee, geht noch. Geht noch. Ich fahre ja auf Fahrrad, ja. Auch was man nicht ansieht. Also der Hammer, hat echt Spaß gemacht. Wo hast du das Hintergrundbild her? Du meinst die Excelsior? Aus dem Internet einfach. Hm. Hab ich ein paar von. Aber ist egal. So. Das hier. So sieht übrigens eine Gamescom aus, wenn sie vorbei ist. Ach, wieder abgestürzt. Das hier war die Business Area. Wir haben uns am Donnerstag nochmal reingeschlichen in die Halle. Weil dort natürlich auch die ein oder andere Party war. Abschiedsparty, was weiß ich. Und hier sind wir zu Hologate gegangen, nachts um 23 Uhr. Und da war noch voll Stimmung, ja, also, wow, Hologate hat echt alles abgeholt, was da war. Und habe gehört, du hast den Haubitzen-Fritz getroffen. Nein, habe ich nicht. Ne, Evil? Wie konnte ich nur? So. Und dann waren wir nachts tatsächlich noch am Hologate-Stand. Und das war, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, die hatten damals Let's Play for Charity gehostet für uns auf der RPC, wo ich ja auch das erste Mal vor die Kamera getreten bin. Und die hatten halt ein Stückchen Stand abgegeben und das fanden wir sehr nett, deswegen haben wir sie auch hier auch wieder besucht und hatten einen sehr schönen Abend mit Hologate und haben dann ein bisschen gezockt. Sogar die Jungs und Mädels von Konami kamen rüber und von Hardcore Roleplay und was auch immer. Alles, was da so drumrum war, was gerade ihre eigenen Partys gefeiert haben, haben sich irgendwann alle beim Hologate-Stand getroffen und die Party ging morgens bis um 4 oder so. Das war der Wahnsinn. Ja, man sieht, es ist nicht viel Möglichkeit da gewesen zum Schlafen. Das hier ist übrigens der Nossi. Ja, das hier ist die Verpflegung von Wargaming. Ich mache sonst nie Fotos vom Essen, aber ich wollte es euch mal zeigen. So gut hat uns Wargaming verpflegt. Es gab eigenes Catering, nur für Wargaming-Mitarbeiter und Streamer. War cool. Und das hier ist mein absolutes Lieblingsfoto. Okay, ich kann jetzt wieder mal nicht reinzoomen, warum auch immer. Ja, die Dame lief hier tatsächlich mit einem riesigen Kleid durch die Gegend und ich fand das so knuffig, ich muss ein Foto haben. Absolut überwältigend niedlich, ja. Und wenn man das mal gesehen hat, das war an dem Tag, wo ganz, ganz, ganz viele Leute da waren und sie hatte dieses aufgebauschte Kleid und hat versucht, sich da durchzumogeln. Das war der Hammer. Also, das war so ein richtiger Aspekt, den man sonst nie irgendwo sieht. Das war einfach ein absolutes Novum, dass man, ja, zwischen all den Leuten, die da gehetzt und, ne, denen war warm und
alle mit Rucksäcken und Tüten und dann hast du da dieses Mädel da mit drin. Großartig. Ja, sie sah fantastisch aus. Sie durfte sich nur nicht bücken. So. Das ist mit Reifen immer etwas schwieriger, ja. Das ist allerdings wahr. Und ihn kennt man vielleicht auch, ja. Der Chieftain. Der Chieftain ist, ich liebe diese Person. Er macht ja The Chieftain's Hedge für die Amerikaner. Kann man sich auf YouTube angucken. Großartiger Humor. Und wir haben ihn, ich habe ihn auf der Players Party getroffen. Und dort hatte ich mein Mu-Shirt an. Und bevor ich überhaupt was sagen konnte, hat er gesagt, hey, stopp, holt seine Kamera raus und fotografiert mein T-Shirt. Ich so, hä, was ist denn jetzt los? Und dann kam bei rum, dass er ein absoluter Kuh-Fan ist. Denn in seiner Heimatstadt gibt es so eine Art Kentucky Fried Chicken Restaurant. Und wenn man da irgendwas mit Kühen hat, dann kann man da gratis essen. Und er hat, egal wo er hinfährt, immer eine große Plüschkuh, das sieht man bei mir auf Facebook, hat er gepostet, dabei. Und ja, er fand halt mein Motility einfach ultra knuffig, dass er es fotografiert hat. Und er hat es dann auch noch an seine Frau geschickt und die hat's, der hat es gefallen. Ja, haben wir uns hier noch nett unterhalten, war am letzten Tag hier. Und ja, ich bin tatsächlich so klein und er ist tatsächlich so groß. Ich habe ihn gefragt, wie zum Teufel, ja, er ist ja ehemaliger Abrams-Kommandant, wie zum Teufel kamst du in diese Fahrzeuge? Du bist über 2 Meter groß. Und er, ja, ganz einfach, ich bin Kommandant und kann meinen Kopf rausgucken lassen. Er hat sich tatsächlich nie hingesetzt, weil es einfach zu klein war. Also, großartig, ja. So, und da sind wir nochmal auf der Player Party. Mit dem Mu, dem der Rampensau, dem Brandmanager von Wargaming, der guten Marcella hier aus Niederlande. Und hier haben wir den, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, den Bassisten von Sabaton und Jürgen Stöffel von meinmmo.de. Großartig. Die Player Party war sowieso ultra cool. Ich habe so viele von euch dort gesehen. Und auch mal durchgeknuddelt und so. Also das war der Hammer. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. So, das hier ist die Fee, die wir nachher auch hosten. Eine extrem liebe Streamerin. Und hat eine Weile gedauert, die zu treffen. Und dann haben wir die beiden, ne? Ich wollte, das war schade, eigentlich wollte ich mir einen falschen Bart ankleben, damit ich gegen Harald nicht ganz so schlimm aussehe. Aber die Fee, die eigentlich den Bart dabei hatte, hat sie da nicht mehr geschafft. Deshalb, ja, ne? Kurzhaar, Langhaar-Dackel. Aber ich fand das Foto schön. Das hat Harald extra vor dem Stream aufgenommen. Das sah echt niedlich aus. So, und dann haben wir den Timeras. Der wurde offiziell in der Herde aufgenommen. Das ist ja hier unser Community Manager von Star Trek Online. Und hat mich sehr gefreut, dass er das sogar getaggt hat auf Twitter. Und dann ist er tatsächlich als Subjekt mit seinem Foto auf der World of Warships Wand auf unserem Stand aufgetaucht, ne? Und das ist ja nicht das erste Mal, dass er ein Fahndungsfoto irgendwo hat. Er ist ja auch bei Deep Space Nine in Star Trek Online zu sehen mit seinem Charakter. Großartig. Und ja, Timeras, hat mich unglaublich gefreut, dass ich dich getroffen habe. Und schön, dass du da bist. Du hast mir den ersten und zweiten Tag extrem erträglich gemacht. Danke dir dafür. Und ja, Timeras, was soll man sagen? Es ist halt Timeras, ne? Er ist ein fantastischer Mensch. Und sein ganzes Team war ziemlich cool. Und sie waren da mit Perfect World und Torchlight. Also, auch ein schöner Stand, waren auch bei uns in der Halle. Das war sehr angenehm, wir hatten die coolste Halle überhaupt, ne? Also, war echt toll. Und ich war ja komplett alleine auf der Gamescom und wirklich, ohne Piranha Bytes, ohne Timeras und ohne Nossi und Harald und Krylo, ich wäre da echt ziemlich aufgeschmissen gewesen, weil so viele Menschen, ne? Ist ja eigentlich nicht meine Welt. Und ich hatte des Öfteren mal einen Panikanfall und, ja. Die Jungs haben mich da mal wieder rausgeholt, fand ich echt sehr, sehr nett. So, und ja, da haben wir hier wieder, ne, den Kurzhaar- und den Langhaar-Dackel und in der Mitte, wer kennt sie nicht, das ist die Soleil. Sehr laute Person, aber ultra niedlich, ja, total knuffige Dame.
Ja, haben wir mitgenommen. War übrigens mein Plus 1 auf der Wargaming Party und sie kam tatsächlich auch. Fand ich sehr nett. Die gute Maddie. So, und hier, da muss ich noch ein Fass aufmachen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Maddie ist größer als ich. Alles ist größer als ich. Ich bin nur 1,73 groß, Unforgiven, ja. Ich reich dir auch nur bis zum Bauchnabel. Ja, hier müssen wir mal ein Fass aufmachen. Denn, war eine tolle Gamescom. Danke dir. Muss mit den Kiddies los. Wir sehen uns später. Nachtvogel oder Jenny, vielen, vielen Dank für alles. Wir sehen uns auf jeden Fall. Und vielen, vielen Dank für alles. Und grüß mal alle anderen, ne? War eine tolle Gamescom, danke euch. Dankeschön. Ja, Bundeswehr. Die Bundeswehr kam tatsächlich mit Werbung wie Multiplayer at its best, bundeswehrkarriere.de. Weil, ne, wir respawnen ja auch alle, wie in Call of Duty. Und mehr Open World geht nicht. Wenn man das von einer deutschen Armee hört, ich weiß nicht, ich krieg da so ein bisschen, ne? Ich muss das schlucken, also, ouch. Das sollte man vielleicht anders. Sie haben dann auch eine Pressemitteilung rausgegeben. Man wollte natürlich anecken, um darüber zu reden. Aber Bullshit. Sorry. Das war einfach absolut daneben, diese PR-Kampagne. Nee. Also ich finde schon mal daneben, dass die Bundeswehr überhaupt auf einem Gaming-Event ist. Aber das kenne ich schon von der Games Convention. Damals haben sie Helikopter-Mission auf Diskette rausgehauen. Blaue Diskette, ne? Hat noch einen Hubschrauber da. Aber das hier, das ist einfach in der heutigen Zeit völlig daneben. Ich weiß, viele da draußen, ne, sind natürlich Bundeswehr-Fans. Und das ist auch okay, mein Gott. Ist eine gute Karriere, wenn man nicht gerade im Kriegseinsatz ist oder auf einem Schießstand abgeknallt wird. Ja, ist alles schon passiert. Aber das auf einer Gaming-Messe, wo 6- bis 12-Jährige rumlaufen, ist es ein No-Go. Tut mir leid. Also, Bundeswehr, pfui. Fand ich echt eklig. Aber gut, machen wir weiter. Jetzt habe ich natürlich so lange gequatscht, dass es wieder nicht funktioniert. Okay, noch einmal essen ist jetzt das vorletzte Foto. Es wird noch ein bisschen was mehr geben, wenn ich den Harald und den Kreilo mal zu Besuch habe. Ja, das war mein erstes leckeres Essen von Wargaming und holla die Waldfee, das war der Hammer. Waren auch Leute von WoWS-Clan da? Oh ja, Neo, wir haben ein richtig cooles Foto. Muss ich allerdings noch kurz bearbeiten, weil es ziemlich dunkel wurde. Und das letzte Foto, dazu gibt's eine Story. Das hier war tatsächlich mein erster Selfie überhaupt. Es war nicht der einzige, aber es war mein erstes Selfie, den ich jemals gemacht habe. Und zwar saß ich neben dem Hotel und ich sag mal, ich habe Cola getrunken. So, und plötzlich kommt ein Typ vorbei, setzt mir diesen Kranz auf und sagt, ey, du bist doch auf der Messe und so weiter. Na, wie war's? Und dann unterhalten wir uns und so weiter. Und er war halt nur mit seinen Freunden da und hat mir halt einfach diesen Kranz da aufgesetzt. Und das war extrem schräg. Sowas passiert mir in Berlin nicht, ne? Da kriegst du eine geboxt oder so, aber dass dir jemand einen bunten Heiligenschein aufsetzt, das gibt's nur in Köln. Also großartig, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Ja, also, war der Hammer, ja. Hat echt richtig viel Spaß gemacht, die Gamescom, wenn sie auch extrem anstrengend war. Und ja, jetzt habe ich jetzt natürlich hier eine wunderschöne Dame da, die Prinzessin. Und jetzt habe ich sie natürlich ein bisschen ausgeschlossen. Es tut mir sehr leid, Prinzessin. Alles gut, alles gut. So, dann würde ich sagen, spielen wir ein bisschen World of Tanks noch. Und lassen das alles ein bisschen sacken. Der liebe Freakman hat gerade eben das 16. Mal subscribed. Vielen, vielen, vielen Dank, lieber Freakman. Dankeschön. Macht mal dreifache Sippe Mu. Mu trinkt keinen Alkohol. Ich trinke selten Alkohol. Ab und zu trinke ich mal einen Mojito, dann hört es aber auch schon auf. Also einer ist mehr als genug. Vielleicht höchstens mal zwei, aber dann muss man mich schon zwingen. Hat nichts damit zu tun, dass ich es nicht vertrage oder so, sondern meine Alkoholzeit überhaupt, alles mit Alkohol oder so, war meine Jugend. Das hat mir gereicht. Seitdem, es schmeckt mir einfach nicht, ich brauche es nicht, ich will es nicht und deshalb trinke ich meistens lieber Saft oder sowas.
So, und da fällt mir gerade auf. Ich habe kein Foto von Pixelfüchsin und Wulfen gemacht, was ich sehr, sehr schade finde. Danke, hat vergessen. Ist irgendwie traurig, ne? Das war aber übrigens auch so ein Grund, wieso ich nicht gerne zur Twitch-Lounge gegangen bin, weil fast alle Streamer sahen besser aus als ich. Oh, da waren so hübsche Menschen, ne? Und du sitzt dann da drin, okay. Ist nicht mehr ganz so meine Generation. Ja, der gute Evil Muff, haben wir auch sehr viel Zeit verbracht, auch wenn ich ihn ab und zu mal hab stehen lassen. War extrem nett. Vielen lieben Dank. Kylo! Jetzt hör auf, wir waren doch schon die schönsten Opas. Ja. So, wie heißt du im Spiel, Prinzessin? Genauso wie hier auch. Mal gucken, ob ich das auch finde. Ja, ich habe mich tatsächlich nicht verschrieben. Ich bin. Oh, wow. Ich kann dich leider nicht auf die Freundesliste setzen, weil Wargaming hat irgendwann mal beschlossen, einen Bug auszulösen, der sämtliche Requests hier komplett annimmt und seitdem geht nichts mehr. Ich kann weder löschen noch hinzufügen. Tat, kannst du mich trotzdem irgendwie in Zug einladen oder soll ich es mal versuchen? Habe ich gerade gemacht. So, ich versuch's nochmal. Geht's? Nö, aber zur Not gucke ich mal, ob ich dich einlade. Ja, ich bin Datasi mit Doppel-I. Ach, Mo, du kannst wenigstens einen Panzer von A nach B bringen, ohne den umzukippen. Oftmals, ja. Oh, Stall auf der Heide. Es kann durchaus sein, dass da richtig was Cooles passiert. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber ich habe da ein Angebot gekriegt und ich hoffe, es klappt. Dann wird das der coolste Tag, den ich jemals erlebt habe. Oh. Sofern ich da reinpasse. geht's? Hast du mich gefunden? Ja, nächstes Wochenende, Steif der Heide. Doppel-I war's, gell? Ja, Doppel-I. Dat Hasi. Das ist Berlinerisch für der Hase. Du darfst den Panzer flippen? Nein. Aber wenn alles klappt, darf ich mitfahren. Wenn alles klappt, darf ich beim Panzer 1 mitfahren als Kommandant. Und das wird der Hammer. Ich hoffe, das klappt. Aber mal sehen. Es sind ja auch immer Sicherheitsbestimmungen und so weiter und so fort. Kann sein, dass es dann nicht klappt, aber. Mal gucken. Ja, Freakman hat gerade das 16. Mal subscribed und Pete aus hat gerade das 14. Mal subscribed. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Sind wir auf dem gleichen Server? Das ist egal. Aber hier kommt irgendwie nichts an. Das ist traurig. Du bist auch nicht bei uns im Mu-Clan, ne? Nein, natürlich nicht. Warum bist du nicht im Mu-Clan? Guck, ob ich Krylo einladen kann. Ich bin beide Tage da, Samstag sowie Sonntag. Ich bin ja schon mal ein paar Mal mit dem Panzer gefahren. Das letzte Mal war mit einem Büffel. Und wer Skido kennt bei uns aus der Community, der ist nicht gerade vorsichtig beim Fahren. Achso, gerade ist es gar nicht im PC. Okay, wie kriege ich dich jetzt hier rein? Ich mach mal kurz einen Raum auf. Weißt du, wie man einen Raum betritt? Das kriegen wir gebacken, aber mein WoT kackt gerade irgendwie ab, beziehungsweise verbindet gerade wieder. War vielleicht gerade zwischendrin disconnect. Okay, ich habe einen Raum aufgemacht namens Prinzessin. Klein. Darfst noch ein bisschen was erzählen? Ich sag dann Bescheid, wenn ich wieder drin bin. Okay. Ja.
was soll ich noch erzählen? Also, es war für mich eine Extremerfahrung, muss ich eigentlich schon sagen. Dann, ich bin nicht oft unter Menschen, muss man ja sagen, ne? Pizzierchen drin, Hallöchen. Und es ist für mich echt sehr, sehr, sehr schwer, unter Menschen zu gehen. Und die Gamescom war schon hart. Allerdings eher wegen der Leute, ne, die man nicht kennt. Also die Menschenmassen. Die Leute, die einem die Hand geschüttelt haben und so weiter, die waren großartig. Die haben das alles so sofort ausblenden lassen und haben quasi so einen schönen, sicheren Kreis quasi gebildet. Das war sehr, sehr angenehm. Und nächstes Mal, wenn ich da wieder hingehe, werde ich mir auf jeden Fall noch irgendeine Begleitung suchen. Ob es nun die Nupsi ist oder die Prinzessin oder der Kreilo oder sonst irgendwas, ja, dass ich denn da nicht komplett alleine bin, weil das war für mich schon extrem hart. So, wie sieht's aus bei dir? Verbindet immer noch. Ich glaube, ich gehe noch mal komplett aus dem Spiel raus. Ich hatte echt gedacht gehabt, wenn ich es vorbereite und das schon mal alles fertig ist, läuft es besser. Aber genau dann hängt es natürlich auch, wenn man denkt, man ist vorbereitet. Ja, Vorbereitung ist nicht immer gut. Das kann ich dir sagen. Keiner meiner Streams ist vorbereitet. So, heute Abend gibt es nochmal ein Q&A für alle, die zu Star of the Heide kommen wollen und dann an der Community Party teilnehmen. Da könnt ihr nochmal sämtliche Fragen stellen. TS und so weiter findet ihr alles bei mir auf dem Discord in den Ankündigungen. Da habe ich es nochmal gepostet, müsst ihr vielleicht ein, zweimal hochscrollen und dort findet ihr alles. Und ansonsten wären wir natürlich auch am Tag der Star of the Heide ansprechbar sein, ne, falls ihr euch da noch nicht eingetragen habt oder so, kommt einfach so mit. Und wir werden natürlich auch nochmal sämtliche Anfahrtswege posten. Gaijin hat alles schon vorbereitet, wird alles diese Woche noch gepostet, ne, auf Facebook, auf Twitter, im Discord und nochmal per Video. Dass dann auch alle wirklich den Weg dahin finden und ich hoffe, wir werden sehr, 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 sehr viele. So. Gleich Nachschub ab, ich bin gleich drin. Hi Panzergeneral Petzold, aber ich nehme dich nicht mit. Sir war es nämlich auch nicht mit. Ja, ich wollte heute nur mit der Prinzessin spielen. Das ist das Vorrecht eines YouTubers. Da ist sie! Juhu! Ne, ihr müsst euch das vorstellen, wie die englischen Lords damals in Schottland. Use Prevenapte, oder wie? Ganz genau. So, ne, das Vorrecht des Lords. Das Mädel gehört heute mir. So. Du hast nur bis Tier 8. Du darfst also entscheiden, was du fahren willst. So, klicken machen wir nicht. Tier 5. Finde ich gut. Was fahren wir da? Was fahren wir da? Ach komm, fahren wir den hier. Da kann man nicht allzu viel falsch machen. So, und der ein oder andere von euch hat ja die gute Prinzessin eher schon kennengelernt aus unseren Golfstreams. Wie gesagt, demnächst ist sie mit in unserer Party, wie man heutzutage so schön sagt, unserer Abenteuergruppe. In einem DSA-Stream. Wir werden demnächst anfangen mit DSA-Streams und dann werden wir mal einen kompletten Roleplay-Abend machen und zwar mit Pen and Paper, mit Würfeln und allem drum und dran. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Was wirst du für einen Charakter spielen? Weißt du das schon? Entweder drückt sie jetzt die 1 oder sie denkt noch nach. Nein, aber ich habe dich gerade nicht gehört, weil immer wenn ich ins Gefecht reinkriege, kriege ich den Discord leider nicht mehr mit. Ah, okay, was für einen Charakter wirst du im DSA-Livestream spielen?
Verrate ich doch jetzt noch nicht. Männlich oder weiblich? Auf jeden Fall weiblich. Okay. Also ich schätze mal, ich werde wieder einen Zwerg spielen. Und das schwarze Auge habe ich immer einen Zwerg gespielt. Gut, was ich nicht mache, obwohl vielleicht doch, weil es einfach lustig war, einen tollpatschigen Zwerg. So, für diejenigen, die absolut keine Ahnung haben, wovon wir reden, das schwarze Auge ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel aus deutschen Landen. Und das heißt, wir haben einen Charakter ausgedacht. Dieser existiert natürlich nur auf dem Papier. Und wir geben ihm quasi Stimme und ne, alles dahinter, Attitüde und so weiter. Und das Ganze wird dann mit... Das Ganze wird dann natürlich mit Würfeln und so weiter ausgetragen. Mit einem halbwegs komplexen Regelwerk. Und... Oh, ich bin hier gerade mitten im Fokus. Mal wieder. Und das Ganze natürlich mit einer Abenteuergruppe. Ich habe den Reglehrer als Chefchen, als Spielmeister gewinnen können. Auf den freue ich mich sehr. Dann haben wir den lieben Gecko, der auf jeden Fall dabei sein muss. Und wir haben mindestens die Nupsi und wahrscheinlich auch noch den Foli. Mal gucken. Freue ich mich drauf. Freue ich mich wirklich sehr drauf. Und dann mal gucken, ob wir da eine ordentliche Runde hinkriegen. Nur ein Charakter, der nicht den Naturell entspricht, wird auch lustiger. Ja. Weißt du, ich bin jetzt ein tollpatschiger Zwerg oder was? So, fahr mal ein bisschen vor und biete dich einfach nur an. Also nur zeigen lassen, nicht irgendwie zu weit hoch, dass sie dich beschießen können. Sondern nur, dass sie dich irgendwie kurz sehen und dann vielleicht pusht dich ja einer. Dann räumen wir den raus. Okay, und jetzt sofort wieder zurück. Arte mag mich. Die ist nervig. Rechts ist ein T50, der will dich. Ja, schön ruhig, wir lassen sie kommen. Ja, du bist jetzt mein Lockvogel. Ein sehr eckig gebauter Lockvogel, aber Lockvogel. Weiblich und rund wäre auch zu einfach. Ja. So, wir warten einfach mal. Fahr vor und biete dich an, das klingt so falsch. Das klingt nur so falsch, weil sie eine wunderbare Dame ist. Weißt du, wenn ich das jetzt zu Krallo gesagt hätte, hätte keiner gemotzt. So, okay, der ist weg. Jetzt können wir vor. Holen wir uns die Artillerie. Fahr einfach durch, hol dir die Artillerie. Wie wird das im Stream gemacht? Da überlegen wir uns noch was. Wir arbeiten derzeit an zwei Methoden. Das kriegen wir schon hin. Vielleicht kann ich ja auch wieder meinen Dungeons & Dragons Wildläufer spielen. Ne, der war 1,50 groß, kugelrund. Mit Schleichen hatte der das nicht so. Da, deiner. Hol ihn dir. Hol ihn dir. Oh. Warum sind da immer Häuser dazwischen? Ich dachte, du fährst da voll rein. Leider in die falsche Richtung abgedreht gehabt vorher. Und der ist irgendwie nicht so wendig. Nee, wendig ist er nicht, aber dafür schnell. Welche Panzerreihe würdest du für Anfänger empfehlen? Kommt drauf an, wenn du Heavy spielen willst, definitiv Russen. Mediums kann man bei den Russen eigentlich auch nichts falsch machen.
Also Russen, die verzeihen teilweise sehr viele Fehler, sind relativ einfach zu handeln, das funktioniert schon. Ein Waldläufer, der eine Schneise schlägt, wenn er durch den Wald läuft. Ne? Habt ihr schon mal eine Horde Wildschweine gehört, die durch den Wald gehen? So ungefähr hört sich das an, wenn der sich bewegt. Großartig. Weißt du auch, warum der Regler das Wildschwein hat als Waffentierchen? Ich habe ihn gesehen, so kugelrund ist der gar nicht. So. Das ist eher eine Bohnenstange. Wie hatte Silver das mal Deswegen ausgedrückt? hältst du auch mich für eine Bohnenstange. Er muss unter der Dusche im Kreis springen, damit er nass wird. Ne? So einer ist das. Du wirst es ja sehen. So, okay. Machen wir gleich weiter mit Tier 5. Ja, im Lab gab es die Kugelelfe. Oh, du hast den auch. Du hast die Kartoffel. Oh, großartig. Guter Sogar Geschmack, mit die guter Dame. Crew noch. Noch. Mir gerade den Aal geholt. Oh. Der Aal wird später ziemlich cool, aber Stock ist der furchtbar. Ja, man hört's. Sobald das Spiel geladen wird, verschwindet unsere Prinzessin. Was machen wir denn hier? Gute Frage. Lass mal nach links fahren. Okay. Ich wünschte, beim Duschen würden die Füße nass werden. Ja, so ungefähr, ne? Der André M. ist bei uns mit in der Gruppe hier. Hat ihn reingeschlichen. Hallöle. Oh, das war vorhin so knuffig. Die Prinzessin hatte nämlich totale Angst vor dem Stream. Aber Das kann doch nicht immer vor der Herde muss man ja keine Angst haben. Wieso? Ich habe vorhin auch einfach mal rausposaunt, dass ich 15 Jahre lang, ne, nicht mit Gesundheit gesegnet war und auch massive Panik hatte. Aber die Herde, die macht alles besser. Es ist wirklich so. Das ist der Wahnsinn. trotz vielen acht, die nicht für den Mokran reicht. Man muss ja dazu sagen, World of Tanks ist ja nun auch nicht gerade so dein Steckenpferd. Du spielst ja eher andere Spiele. Was spielst du sonst? Ich spiele gerne Neverwinter. Was spiele ich denn sonst noch? Ich spiele eigentlich alles querbeet. Also Und Rollenspiele so kann man immer Magic hatte spielen. ich eine Weile gespielt gehabt, genau. Und WoT erst sehr jung, jetzt seit einem Jahr. Timira schreibt, Neverwinter, sehr gut. Ja, ne, gehört zu eurem Verein. Apropos Timiras, bei wem muss ich mich melden, wenn ich das mal anspielen will und ich sag mal so, nicht gleich bei ganz null anfangen möchte? Du weißt, was ich meine? Ah, mein erster Treffer. Ach komm. Kette gezogen, really? Daneben. Sehr ärgerlich. Oh, schieß geradeaus, Panzer. Ich könnte das jetzt echt gebrauchen. Oh, was denn hier los? Die sind ja hier richtig aggressiv. Siehst du den KV-1S? Ja, ich schieße schon drauf, aber ich treffe ihn nicht. Ich komme nicht durch. Oh, das war ein guter Treffer. Nice. Komm, KV-1, du willst es doch auch. Das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, was ich da treffe, aber es ist nicht der KV-1. Ah!
Ich halt irgendwie alles treffe, nur nicht die Panzer. Wie hat man mich auf die GC gekriegt? Der gute Zapfhahn hat eine List angewandt. Er hat gesagt, ich darf ohne Cam streamen. Was ja vorher mal ein No-Go war. Und habe ich gesagt, okay, dann gucke ich mir das an. Ne, wenn man die Wahl hat, ist das okay. Ich habe dann doch mit Cam gestreamt. Aber ne, wenn man die Wahl hat, dann ist das sehr angenehm. Dann fühlt man sich nicht zu irgendwas gezwungen. Und ich wollte mir das sowieso immer mal angucken. Und wenn Wargaming mir da die Wahl lässt, dann sage ich doch nicht nein. Captain SK hat gerade eben ein Stufe 3 Abo abgeschlossen. Alter Schwede. Captain, vielen, 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 vielen Dank für ein Stufe 3 Abo. Dankeschön. Dreifaches Bitmove, Captain. Dankeschön. Oh. Ja, KV1, ne? Kein Durchkommen. Oh, und jetzt schieße ich wieder drüber. Das ist so... So, wie viele Hitpoints hast du noch? Voll, okay. Dann lass mal vorfahren und lass mal den Churchill wegpushen. Schneller. Der einzige Panzer von mir mit einer guten Crew, da habe ich die ganzen Mädels draufgesetzt. Bounty Hunter! Bounty Hunterchen hat gerade eben subscribed, das 20. Mal. Und Bounty, wie war deine Gamescom mit den coolen Karten? Bounty hatte ja von mir die Karten bekommen, die ich zu viel hatte. Das hat auch wunderbar geklappt. Auch wenn er ein bisschen warten musste. Ja, auch so ein großer, weißt du? Ich habe mich auf der Gamescom echt wie so ein Zwerg gefühlt. Das war schon hart. Toll, jetzt kriege ich wieder nichts ab hier. Oh. Ein Bad so langsam wir sind. Ja, ein bisschen. Vielleicht kriegen wir noch ein Stückchen was von dem KV ab. Obwohl, du hast doch noch einen ganzen Berg vor dir. Das wird wohl nichts mehr. Vielleicht kannst du ja von oben drauf schießen? Nee, geht auch nicht. Tja, KV1, sieht schlecht aus für dich. Stirb schneller. Wie groß bin ich? Ich bin 1,73, 1,74. Also morgens 1,74, abends 1,73. Als ich meinen Ausweis beantragt habe, war es morgens. Deswegen steht 1,74 drauf. Meiner! Fein. Abstauben geht noch. Ja, ich krieg gleich der Schuhe. Das ist aber auch der einzige Vorteil. Und es macht Spaß, mit großen Frauen zu sprechen. Aber ansonsten... Muss ich rasieren, weniger Gewicht. Nein, ich mag mein Bad. So. Ich habe die Tage Haare geschnitten, das hilft auch. Oh, wie lang waren sie? Oh, die gehen jetzt immer noch gut weit über die Schulter, wirst du ja am Freitag sehen, aber die waren noch mal 10 bis 15 Zentimeter länger. So von endlos im Prinzip auch nur noch lang. Das ist irgendwie auch cool. Oh, warte mal, ich will mal den hier austesten. Den habe ich auf der Gamescom ein paar Mal verschenkt. Jetzt will ich den auch mal fahren. Ja, wir saßen auf dem letzten Gamescom-Stream neben einem vollbärtigen Harald von Horn. Karald von Horn. Er hat sich ja vertippt. Weil er heißt ja eigentlich Carsten. Und wir haben dann irgendwas unterschrieben und er hat sich einmal verschrieben.
Stimmt, 1,75, aber man stößt sich nicht leicht den Kopf. Das ist wahr. Ich habe mir schon lange nicht mehr den Kopf gestoßen. Man muss sich auch nicht bücken, weil die Leute hinter einem sehen. Das ist wahr. Ich muss mich sowieso selten bücken. Das ist sehr angenehm. Egal in welcher Hinsicht. So, fahren wir mal nach Süden und gehen ein bisschen snipern. Verstanden, Herr Kommandant. Mu, du klangst da sehr seltsam und total anders. Ja, das lag daran, dass, wie immer, das Soundsetup von Wargaming furchtbar war. Schöne Frauen haben Kurven, echte Männer haben Bärte. Ja, aber ne, die meisten Menschen, die ich kenne, die haben eine ganze Nordschleife. Das ist okay. Das reicht. Eine Kurve reicht vollkommen. Zu viele Kurven, ne, wird eben auch schlecht. Oh Gott, mein Panzer ist nackt. Ja. Schäm dich. Der wäre noch angemalt. FKK-Prinzessin. FKK-Prinzessin. Kylo-Prinzessin, die sind auch nie angemalt. So, bleibt mal hier vorne stehen. Ich gucke mich mal ein bisschen um. Habe ich überhaupt Sichtweite mit dem Teil? Ich weiß es gar nicht. Gegen den E25 könnte kompliziert werden. Gegen den wird alles kompliziert. Okay, bis zu mir kannst du fahren. Also da, Haldown. Wo ich gerade eben stand. A43 gefunden. Direkt voraus. Buddel ihn aus. Der wird hochkommen. Gut, du hast natürlich eine Kanone, mit der man jetzt wahrscheinlich nicht ganz so gut snipern kann. Ja, ja. Der zieht nicht ein. Ich versuche dich nicht umzubringen. Dankeschön, Leon. Ja, Wargaming hat tatsächlich gesagt, bitte, bitte, postet die Stream-Codes nicht irgendwie gleich am Anfang, weil die Leute kommen nur wegen der Codes und ich habe gesagt, so, dann kennt ihr aber unsere Community schlecht. Hab's direkt in den Stream-Titel gehauen, weil alles andere fand ich einfach nur affig. Also, naja. Ich habe den E25 gefunden. Behalt ihn. Oder beschieß ihn. Was will er denn jetzt hier? What? Shit, T67. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Gibt's doch nicht. Oh, schöne Artillerie, schöne Artillerie. Noch eine schöne Artillerie. Oh, nice one. Jetzt nimmt mich natürlich der Stritzwagen raus. Natürlich. Ja, keine Chance. Okay. Der Stritzwagen war zu viel. Und dann kam noch der E25 hoch und dann war vorbei. Aber der A43 ist raus, das ist okay. Jetzt hast du rechts den Stritzwagen M42. Musst du aufpassen. Geradezu den E25 und rechts hinter dem E25 ist irgendwo noch ein T67. Also immer schön Hull down. Ich bin so wahnsinnig alleine hier. Ja. Warum bist du gestorben, Mensch? Weil ich nicht aufgepasst habe. Nächster Mensch. Butzi hat Stapel gerade eben ein Abo geschenkt. Butzi, vielen lieben Dank. Oh, schade. Ja, E25 halt, ne? An Winkeln hilft da, glaube ich, auch nicht mehr wirklich was. Nee. Wenn der Top-Tier ist, räumt er alles weg. Ach, verdammt, wollte die Su-85 hier haben? Warum? Die ist Mist. Das Ding ist wirklich nicht gut. Das ist nicht der kleine OP-Panzer, ne? Das ist nur die Su. Die gab es damals ganz normal zu kaufen. Die ist nicht sonderlich gut. Auf T4 gab es da nicht die OP-SU oder war die auf T3? Ich glaube, die war auf T3. Ne, da gab es die SU-76i.
Die gibt es nicht mehr zu kaufen. Die ist völlig OP. Ja, aber das andere Teil ist nicht sonderlich gut. Also da hast du nicht viel Platz. So, was nehme ich denn? Tier 5. Nehmen wir mal ein T67. Ich habe keine Lampe, muss ich mir merken. Oh, hoppala, weg ist die Prinzessin. Das müsst ihr noch üben mit dem zeitgleich sterben. Ja, ne? Aber wir werfen uns ja mal ein Hirn zu. Deswegen, also es wäre ungünstig, wenn wir gleichzeitig sterben. Ich habe mich auch schnell wieder drauf zu gehen. Ach, hier sitzt es in der Artillerie, alles wird gut. Oh, Leon hat gerade eben mit Twitch Prime subscribed. Vielen Dank, Leon, und herzlich willkommen in der Herde. Dreifache Zipipmu. Dankeschön. Oh, und IG2106 hat ebenfalls gerade subscribed. Auch an dich. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Aber eins fand ich ja lustig, ne? Ich hab am Donnerstag, dann als Nossi weg war, mal meine Streamcam ausgemacht und sofort ging's los. Mach wieder an, mach wieder an, mach wieder an, mach wieder an, mach wieder an. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Ich dachte eigentlich so, Gott sei Dank, jetzt ist die Hackfresse weg, ne? Jetzt hören wir wieder die Stimme. Das reicht. Aber nee, dem war nicht so. Also das war ziemlich verwirrend. Nimm doch auch mal schöne Momente einfach. Es ist schwierig für mich. Es ist extrem schwierig für mich. So. Ich wette, wenn ich jetzt nach links ziele, kommt einer von vorne. Ne, von da. Und wenn ich dahin ziele, kommt einer von links. Deswegen, ich bleib mal bei links. Mucam. Vielleicht machen wir das irgendwann wieder. Ja, also, ich verspreche nichts. Aber jetzt geht mir wenigstens keiner mehr auf den Zeiger von wegen, ey, bei 100.000 musst du dich zeigen. Das haben wir durch. Hier kommt keiner. Ja, irgendwie auch echt nicht. Ja, ein P-43. Ausgerechnet diese Riesenkarre. Aber die stehen alle immer, die sehen riesig. Leopard und Hydro in der Mitte, mal gucken, was ich dagegen tun kann. Sehe ich dummerweise den Hydro nicht mehr. Na, kommt raus. Schade, ich dachte, da geht die Flammen auf. Okay, hat sich erledigt. Am 1.1. musst du dich ja zeigen. Abwarten, ich hab noch Zeit. Ich hab noch Zeit. Holy, jetzt kommen sie aber hier. Ich krieg die Kanone nicht runter. Ungünstig.
Aua. Ach Mist, war reingezielt. Schade. Der liebe Battlecalf hat gerade eben subscribed. Das erste Mal, herzlich willkommen in der Herde. Dreifacher Sippe nur auf Battlecalf. Dankeschön. Und der liebe Bregol77 hat das 16. Mal subscribed. Alter Schwede, Bregol, vielen, vielen Dank auch an dich. Dankeschön. Dreifacher Sippe. Dankeschön. Ja, ich habe da leichtfertig was gesagt. Ich tanze nackt auf dem Alex, wenn ich es nicht schaffe, bis zum 1.1. eine weitere Folge von Der Weg des Samurai zu machen. Stehe ich zu. Da bin ich aber auch total dafür, nicht fürs Nacktanzen, aber für den Samurai. Das macht mich jetzt irgendwie gerade ein bisschen fertig. Fall dir ganz hart in den Rücken. Ja. Okay. Triffst du was? Ja, ich versuch's. Pescha kann ja mittanzen am 1.1. Ja, sie wohnt aber nicht in Berlin. Also wird das schwierig. Ich hätte nichts dagegen, ja, also. Wenn das jetzt noch 3 oder 4 Mädels machen, wir wären so oder so verhaftet, ja. Also, da können wir auch ruhig noch einen Spaß draus machen. Und ich brauche nichts dafür tun, das ist sehr angenehm. Jetzt Nashorn. Ah, kommst nicht ran. Jetzt Nashorn. Oh, ist kaputt. Okay. Ich hab das mit dem Wolverine versucht. Du könntest countern, wenn du willst. Ist allerdings relativ schwierig mit deiner Artillerie. Oh, wir haben einen Bot. Ich bin so wahnsinnig langsam. Ja. Der T-67 wird gleich irgendwelchen Blödsinn machen. Jetzt kommst du gleich dran. Oder ihr schießt daneben alle. So mies, dass die nicht mehr splashen können. Last hat gerade eben subscribed. Ist mal wieder da. Herzlich willkommen zurück, Last. Und schön, dass du da bist. Dreifacher Zipitmu. Lol. Hallo, M4, hinter dir? Wow. Oh, schade. Deine Granate ging ausgerechnet daneben. Tun sie schon die ganze Zeit, aber zumindest habe ich einen Kill. Rakete hat gerade eben subscribed. Rakete, vielen Dank für den Sub und 16 Monate Support. Dankeschön. Dreifaches Zipitmu auf Rakete. Okay, wir haben jetzt nur noch das Stück. Wird ein bisschen doof. Du kannst schon mal bei C7 einzielen. Da wird er hochkommen. Weil der Stuck sieht nämlich nichts, was links von ihm passiert. Oh, der kommt sogar da hinten hoch. War schneller, als ich dachte. Na, kommst ran. Da muss man noch ein ganzes Stückchen mehr den Berg hochkommen. Suchst du noch Pantherrunden? Aber das Problem ist, diese Woche kommt der Patch. Ich habe ein paar Pantherrunden da, ich muss die noch aufnehmen, das werde ich morgen früh machen. Falls du noch welche hast, kannst du sie heute noch einschicken. Aber bitte schreib dazu Pantherrunde.
Oh shit. Oh shit. Wir haben gleich tote Prinzessin. Ja. Aber vielleicht kannst du den T-67 mitnehmen. Der wird hier gleich oben auftauchen. Oh, doch nicht. Jetzt kommt der EKV rum. Ungünstig. Da ist er, kleine Mistvieh. Yay! Unser Stuck ist auch raus. Okay, das war's. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das noch verlieren. So, Dille. Was hast du an Tier 8? Nur Premiums. Nur Premiums. Welcher ist da dein Liebling? Progetto, glaube ich, gerade. Okay. Dann fahre ich nochmal den hier. Weil jetzt darf ich ja. Kommen auch noch Videos dazu. Ich gucke mir jetzt die nächsten Tage alle Panzer an, die ich hier noch gemietet habe. Was ist besser, der Löwe oder der T26E4? Als Heavy der Löwe, definitiv. Ich persönlich mag aber den T26E4 ein bisschen lieber, aber das ist meine Suppe. Ne? Das ist rein subjektiv. Objektiv ist der Löwe besser. Okay, das ist eine Karte, wo ich keine Ahnung habe, wo ich mit dem TD hin soll. Hat jemand einen Vorschlag? Gute TD-Position hier auf der Karte? Nubia, ah, jetzt geht der Stream, aber zu Gamescom nicht. Ja, Gamescom war ein bisschen seltsam. Huh, Nupsi, ich habe die Prinzessin da. Hi, Nupsi. E7. Das können wir mal ausprobieren. Ich versuche mal auf den Hügel zu rollen. Mhm. Oh, ja, Nachladerad, das ist ziemlich hoch hier bei dem. Aber die Kanone ist der Wahnsinn. Ja, das Gesicht von Quickie Baby, als Harald das zweite Mal eine Unterschrift wollte. Quickie war ziemlich genervt. Wir haben gewartet, bis sein Tock drauf ging und das war wohl keine gute Runde. Da war er doch ziemlich genervt. Kann ich nachvollziehen. Also insgesamt, die Gamescom da oben ist relativ stressig. Und ne, gerade auch Quickie ist ja relativ bekannt, deswegen kommen da auch sehr viele Leute. Kann ich verstehen. Er hat sich so gut wie möglich gehalten, das muss man ihm lassen. So, wir haben hier die Leopard-Kanone drauf. Das ist die 10-5er. 268 Pen, 390 Schaden. Also, der ist wirklich sehr gut bewaffnet für ein TD. Ich mag den ehrlich gesagt sehr gerne. Ich fand den 90mm nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ich fand ihn richtig schlecht. Aber der hier, der macht Spaß. Und das sage ich als Nicht-TD-Fahrer. So. Daku.
Daku hat nämlich gerade das 13. Mal subscribed, deshalb vielen, vielen, vielen Dank, lieber Daku. Dankeschön, dreifacher Zip-Bit Move auf Daku. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. So. Sie überrennen uns hier längst ein bisschen. Beim IS-7 wollte ich mich jetzt eigentlich nicht anlegen. Shit. Au. Na, natürlich, der letzte Schuss prallt ab. Und wir werden besser im gemeinsamen Sterben. Yep. Der Jagdpanzer wird hier ganz normal verkauft werden. Wann, weiß ich allerdings nicht. Und ja, es ist ein Premium-Panzer. Wir gucken uns demnächst nochmal in einem Video an. Weil jetzt habe ich wieder Zeit. Nairolf hat gerade eben Daniel Jiege ein Abo geschenkt. Vielen lieben Dank. Nairolf kommt damit auf 24 Geschenkabos. Dankeschön, Nairolf. Dankeschön. So, ich habe hier irgendwie noch so einen anderen Achter. Den würde ich gerne mal fahren. Jetzt darf ich sie alle auspacken. Der hier. Er hat keine ordentliche... Oh, wow. Der Canon X, der hat ja gar nichts hier. Ich habe den nicht ausgebaut. Oh, shit. Moment. Thema, das jetzt halt. Stabi. Ist doch ein Heavy, oder? Ja, ist ein Heavy. Ansetzer und bauen wir noch eine Lüftung ein. Weil wir haben es ja. So. Wieder so schnell schießende Nähmaschine hier wahrscheinlich. Gucken wir uns gleich mal an. So, den bin ich selber noch nicht gefahren. Den guten Carnivore X. Der hat eine Viertelfünder, eine 20-Fünder Quick-Firing Gun. 230 mittlerer Schaden. Bei einer relativ geringen Streuung, geringe Zielerfassung. Und circa alle 5 Sekunden oder 5,5 Sekunden Reload. Das ist nicht mal schlecht. Bei 226 Pen. Das ist ziemlich gut, ehrlich gesagt. Macht halt nur relativ wenig Schaden. Gut, den bin ich selber noch nicht gefahren. Das ist jetzt mein erstes Mal. Die schmeißen wir alle mal raus. Und wir nehmen dafür eine Heavy Crew. Moment. Heavy Briten. Nicht auf Tier 8, sondern auf allen. Ah, die sitzen natürlich alle im Super Conqueror oder im Tok, ist klar. Was ist das denn hier? Ja, ist okay, geht weg. So. Nehmen wir die Crew hier, die ist relativ gut. Außer, dass sie keinen Brothers in Arms hat, weil irgendjemand hier eine Pfeife ist. Oder? Doch, die haben Brothers in Arms. Sehr gut. Okay, das ist sogar eine sehr gute Crew. Okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich bin ihn selber noch nicht gefahren. Einfach mal testen. Oh, bist du sicher, dass du das willst? Wieso komme ich nicht hinterher? Angepasstes Matchwing hast du. Geht der? Quickie Baby vergleiche ich mit dem Pre-Patch Carnivore mit Turmschild. Ja, so ungefähr würde ich ihn auch einschätzen. Beim Carnivore hatte ich immer das Problem, dass man zwar schnell schießen konnte, aber es ist nicht immer von Vorteil. Gerade bei Heavies, weil... Du musst halt außerhalb deiner geschützten Position kämpfen und das ist so eine Sache, weil du bist dann halt auch Artillerieziel oder ne, Ziel von irgendwelchen flankierenden Fahrzeugen. Und das ist nicht immer gut, aber ich bin echt gespannt, was die Turmpanzerung so aushält. Ich werde nach rechts fahren. Ist gut, ich komme mit. Brücke, oder? Nee, ganz nach rechts.
Okay, ganz rechts, in Ordnung. So, ich werde ein bisschen weiter vorfahren, du bleibst hinten. Ich zeig dir gleich, wo du dich hier ungefähr hinstellst. Mu, hast du noch die netten Tänzerinnen näher kennengelernt? Nein. So, ganz nach rechts. Ups. Links und rechts neben der ganzen... Hat einfach meinen Hintern geknutscht. Ja. Dinge passieren. Wenn du so groß bist, dann kann ich auch nichts. So, da vorne. Ja, da. Da stellst du dich ungefähr hin. Weil da kannst du ein bisschen Hull down stehen. Wirst auch nicht sofort gespottet und kannst da oben reinhalten. Das ist aber meistens Millimeterarbeit. Ich versuche dir was aufzumachen. Da hast du was. Vielleicht kannst du gleich drauf schießen. Da hast du noch was. Sehr gut. Aber wer hat denn diese Stützpfeiler hier hingestellt? Ist ja furchtbar. VK kommt raus. Nee, will nicht mehr. Wir bleiben erstmal so. Das ist eine schöne Staffelung. Oh, ich sehe jetzt zwei. Okay. Ah. War gut angewinkelt, der Tiger 2. Aber jetzt hat er einen Fehler gemacht. Steht da nämlich echt scheiße. Also für ihn. Mal sehen, was die für Freunde haben. What? Keine Ahnung, wo mein Schuss hinging. Zweite Mal schon. Tiger P ist draußen. Noch ein. Kommst du auf den Tiger P? Zum Teil, je nachdem wie er wackelt. Mhm. Er wackelt wieder. Kommt raus. Nice one. Ich hole mal kurz den Tiger 2 hier unten, dass der immer weg ist. Gerne. Huch. Oh, er hat Freund dabei. Er hat zwei Freunde dabei, das ist ja ungünstig jetzt. Ja, den WZ habe ich nicht gesehen. Shit. Aber das ist das Problem, man kann... Ich gehe mal schnell. Ja, man kann die Kanone nicht ordentlich einsetzen, ohne selber in Gefahr zu geraten. Deswegen mag ich so eine Sache eigentlich nicht. Ich mag eher Alpha. Hi Algo, wie geht's dir? Den Algo habe ich auch einmal getroffen auf der Player Party. Ist größer als ich, die sind alle größer als ich. Ich habe mich da gefühlt wie ein Zwerg. Dann konntest du dich ja schon mit deiner Rolle einsetzen. Mhm.
Rum einmal nach links. Okay, hat sich erledigt. Jetzt kriegst du von zwei Seiten. Oh, das geht in den Hintern. Wow, aber so viel Schaden hatte ich noch nie. Gangbang. Alles in den Hintern. Oh Gott. Oh Mann, die ist aber lustig. Ach, Algo, weißt du? Wenn alte Knacker wie ich das überlebt haben, dann schaffst du das erst locker, ne? Dann wird einmal kurz geschüttelt und kurz die Brille geputzt und dann geht's weiter. Ja, du hast echt wirklich gut abgeräumt hier. 2,8 Schaden. Ach, doch, so viel Schaden hatte ich noch nie. Und leider verloren. Aber ein gutes Gefecht. Traurig, aber trotzdem alledem war es eine gute Runde. Ja. Kodit Veteran hat gerade eben das 5. Mal subscribed. Kodit, vielen lieben Dank, Dankeschön. Ja, den haben wir getroffen, ne? Habe ich auch geknuddelt. Betreibst du eigentlich noch eure Replays? Ja, ich war jetzt halt bloß ein bisschen mit den Vorbereitungen zur Gamescom und jetzt Stall auf der Heide beschäftigt. Also keine Sorge, es kommt, geht alles weiter, ja. So. Ein bisschen machen wir noch. Hast du den Talk? Nee, leider nicht. Okay, dann können wir den leider nicht fahren. Das ist sehr, sehr, sehr schade. Schade. Zu schade. Wollen wir mal T6 fahren? Gerne. Ah, was war ich denn da? Komm, fahren wir den hier. Der braucht mal einen Sieg. So. Ah, das ist der Friedel. Friedel heute Abend macht doch mal ein Q&A. Und Friedel, du musst noch mal die Anfahrtswege öffentlich machen, dass ich das überall posten kann. Da steht schon wieder eine Kiste im Shop. Wer stellt die denn da immer hin? Das ist doch schlimm. Du hast kaum noch Credits. Hier ist Nachschub. Oh. Sun Forgiven hat mir gerade 57 Gold und 1 Million Credits geschenkt. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Sag jetzt auch mal Danke. Plänchen? Erstmal nach rechts. Wir bleiben erstmal auf der 6er-Linie. Ist nicht ganz optimal, aber. Rumpe. Was hast du denn da für eine Kanone? Gar nichts, genau. Und darunter geht gar nicht. Eine kurze. Du hast die 10,5er Haubitze drauf? Ah. Okay. Und trotzdem ein Masterpiece auf den. Ich fahr den halt echt nur zum Spaß. Bogi! Jetzt wieder auf der Streams. Ja, natürlich. Die Bauarbeiten sind vorerst vorbei und jetzt gibt's wieder jeden Tag Streams. Alles gut. Und die Gamescom ist vorbei. So, da stehst du ganz gut. Halt dich ein bisschen zurück. Der Amix da oben hat ordentlich zugelegt. Und jetzt ist er runtergefallen, lol. Wow. Wow. Ich spot einfach immer mal wieder, solange es nicht gespottet. Aha. Aber oben kommt was hoch. Dieser Streuwagen. Um wie viel Uhr? Ungefähr so wie heute. Also so immer gegen 14 Uhr, wenn wir streamen. Also jetzt die ganze Woche bis Donnerstag, weil Freitag fahre ich ja schon zum Start der Heide. Und dann läuft das schon. Von mir aus bis hier in Richtung Cap müsste irgendwann noch...
Ich habe ein bisschen Schiss da oben, falls da eine Su oder so steht. Nee, die steht unten, okay. Au! Arti hat. Au. Die Grille gleich hinterher. Ist klar. Lieben wir sie nicht alle, die Artillerie? Guck mal nach, ob du auf den KV-1S schießen kannst. Okay, jetzt traut er sich nicht mehr hoch. Ah, doch, jetzt, ja. Komm. Ah, dieser blöde Schwede da oben. Hab mich wieder aufgemacht. Lattes ist wieder da! Lattes! Aloha schreibt da. Hat gerade eben das 16. Mal subscribed. Lattes, vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dreifacher Sippe-Bu. Dankeschön. Oh, gleich kommt Artillerie. Ja, aber es war unsere. Okay. Nicht vorfahren. Der wartet noch. Jetzt. So, mal gucken, ob wir den A43 noch kriegen. Ich sehe ihn nicht mehr. Martin 2.0 ist auch wieder da. Au! Arti hat. Martin, vielen, vielen Dank fürs 14. Mal subscriben. Dankeschön. Dreifaches Zip-Move. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Blöder Arti. Ich wurde nur von der Artillerie zerfetzt bisher. Einmal Arti, einmal den Wolfi. Aber den haben wir jetzt bestraft. Genau, der ist weg. Au. Artillerie wieder? Ja, okay. Machen wir das anders. Wir müssen eigentlich den KV-1S da unten mal wegräumen. Der muss kommen. Wir warten jetzt einfach mal, bis der kommt. Blöde Artillerie. Was ist mit dem Stritzi? Aha. Boah, hier rutscht man ja ganz schön. Okay, manche Fahrzeuge sind nicht dazu gedacht, hier hochzufahren, habe ich so das Gefühl. Ich weiß gar nicht, wie das kommen kann. Hinter dir Schritt? Ja, die werden unruhig, ja. Au. Ich mach's nicht mehr lange. Der A43 hat mich hier. Und gleich kommt die Artillerie. In 3, 2, 1. Ah, ich war gar nicht offen. 3, 2, 1. Komm, Artillerie. Jetzt will sie natürlich nicht mehr. Oh, oh. Puh. Das hätte schief gehen können. Oh, oh. Oh, schöner Treffer auf den A43. So. Ich habe mich mal zwischen dich und den Chefi geworfen. Warum tust du sowas? Damit du länger lebst. Du hast doch noch gar nicht mehr so viel Hitpoints. Arti hat. Die wir da sitzen, so einander gekuschelt. Nur, dass ich davon nichts mehr habe. Ich schände dein Leib. Ach, so eine bist du, alles klar. Stehst du eher auf die kalten Menschen, okay. Fetisch Nummer 3. Hinter ist der Chefi. Und tschüss. Ich bin ein Igel, das kam wieder von allen Seiten. So, was habe ich denn noch auf Tier 6? Oh ja, ich erinnere mich. Vorschlag? Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Aber ist der letzte Fetisch, den wir jetzt gerade eben angesprochen haben, nicht ein bisschen unhygienisch?
Das hat sie jetzt wahrscheinlich wieder nicht gehört. Keine Schnee, naja, ist das noch fast normal, oder nicht? Oh, jetzt krieg ich gleich Hate. Nein, war natürlich nur im Spaß gemeint. Principessa Schändet. Du hast deinen Clip. Herzlich willkommen auf unserem Twitch-Kanal. Schon verewigt, ja. So, jetzt bin ich Legende. Jetzt muss ich nichts mehr machen. Hast du ausgesorgt, ne? Einen ganz kleinen Fußabdruck in der Geschichte hinterlassen. Und das mit Nekromantie. Nee, Nekrophilie. Ja, okay. Och, es gibt Schlimmeres. Das ist wahr. Hallo Mu, was ist dein Lieblingsessen? Ich habe keine Ahnung. Das kann ich dir nicht sagen. Tut es dir. Warum bin ich eigentlich immer langsamer wie alles andere? Oh, gute Frage. Keine gute Crew? Das könnte sein. Spielst du mit Premium-Account? Nein. Ah, da hast du eine Antwort. Okay. Nein, daneben! Oh! Russen können eben doch nicht alles werden. Ja, Franzosen. Ne? Da, wo es wehtun kann, da verfehle ich immer. Huhu. Ich sag dem mal Hallo. Jetzt zieht er sich zurück. So, ist der Panther da? Ja. Der Panther hat aber keinen Bock mehr. Okay. What? Wie kann denn der daneben gehen? Mal im Ernst. Wie zum Teufel ging der daneben? Mach mal da hinten den Panther an. Schöner Treffer. Das war jetzt in der Tat ein bisschen traurig, ne? Alle haben sich schon drauf gefreut. Snapshots wollen heute nicht. Oh, der VK sieht sexy aus. Gut, du sagst, ja? Ja, ich habe versucht zu zielen. Ich hätte Rechtsklick machen sollen. Nee, wir räumen hier heute durch. Ja, und ich habe noch nichts getroffen. Ich habe 34 Schaden durch Spotting gemacht. Das ist schon mal großartig. Die habe ich auch. Plus noch die Pantherklatsche. Gucken, ob wir den da kriegen. Jetzt vielleicht. Nein. Jetzt vielleicht. Jetzt. Komm raus. Nö. Ich will heute nicht. Bis ich eingezielt habe. Ja. Das Problem kenne ich in der Tat. Ein Panther 2 Heck. Komm schon. Im nächsten Dorf kommt das Ding dann runter, ne? Also, hinten wieder ein, das sind mir zu viel. So eine Scheiße. Ich treffe heute gerade gar nichts. Ich sehe auch nur gut aus, mach. Ja, wenigstens das kannst du. Ich kann ja gar nichts. Ich stehe hier echt nur rum wie so ein Vogel. Das ist, oh Mann. Oh, ich fahre jetzt näher ran. Das ist mir zu langweilig hier. Oh, von wem? Die mögen mich. Streamer-Fokus. Aha. Autsch.
der. Oh, der hat gerade unter mir durchgeschossen, kann das sein? Das ist auch nice. Das muss er mal schaffen, du bist doch so schön tief gelegt. Ja. Okay, ich habe eine Fährte aufgenommen. Jetzt aber. Au! Verfluchter Tiger. Verfluchte Hühnchen. Oh, ist auch noch ein Tiger 2, ey. Na schön, danke. Okay, ich bin gleich im Eimer. Ist doch ganz entspannt, Surfer. Okay, du rockst ihn noch. Bestimmt. Oh, oh. Ich hätte ein bisschen mehr Selbstvertrauen erwartet. Wow. Ja, ist immer ein bisschen ungeil, wenn Tiger 2 auf einen zielt. Und zugeht. Ja, hat er mich erwischt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir was getroffen haben, aber es waren trotzdem 0 Schaden, die angezeigt wurden. Das ist sehr schade. Eher suboptimal. Also das war, ja. Kann man mal so machen, muss man aber nicht. Ja, das war nicht so schön. Naja. Ne, wir haben heute dafür ein paar andere Sachen getroffen. So, ich habe noch den Pudel, den würde ich gerne nochmal fahren. Den gibt es jetzt auch in Motility schwarz-gelb als Skin. Muss ich mir noch runterladen. Mach ich aber nach dem Patch. Er geht immer. Ja. Ja, ne, fahren wir in die Mitte. 50 KV2 gegen 50 KV2 haben wir letztens gemacht. War ganz lustig. Aber das machen wir nicht heute. Das machen wir zu einem Special Stream wieder. Dann kommt ja bestimmt irgendwann mal wieder einer. Knarz. So, ich höre dich wieder. Wo geht's lang? Man hat dich auch gehört. Zumindest dein Stuhl. Knarz. Das wird ja noch zur Legende. Oh ja. Ah, was ist denn das für ein Stuhl? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das so eine Art Barhocker oder so ein Klappstuhl? Das ist ein Bürostuhl, aber ein verdammt alter. Jetzt will ich mal wissen, was hältst du hier eigentlich von Mitte? Braucht man die oder braucht man die nicht? Weil darüber streite ich mich mit ganz vielen Spielern in der Zeit. Bitte, was nochmal? Was hältst du hier von der Mitte? Für Mediums und Lights ist sie hervorragend, für Heavies ist sie einfach nur der letzte Mist. Ich mag die Karte insgesamt nicht, weil ich halt ein Heavy-Fahrer bin und Heavies haben auf dieser Karte absolut nichts verloren. Die Mitte an sich ist ziemlich cool, aber es ist halt blöd, wenn die Heavies da halt einfach nur draufgehen auf dem Weg dahin. Ja, was zu beweisen war. Der arme KV2. Oh nein, wer hat ihn jetzt getrackt? Ja, ne? Das ist das Problem mit Heavies hier auf dieser Karte. Was hast du hier? Ein Challenger, der unruhig ist, okay. Ah, UI! Hör auf mich zu schieben. Ich häng fest. Ich häng irgendwo fest, doch häng ich fest. Oh, um Gottes Willen. Wow, okay, der UI hat den VK gerade eben eingeheizt. Das ist sehr ungünstig für ihn. Der T34 kommt raus, ich habe ihn aber nicht getroffen. Ich hab auch drauf geschossen, aber leider daneben. Der Challenger will's wissen. Unbedingt. Okay, hat's erledigt. Ich würde sagen, die Mitte gehört uns. Aber der A44 kommt hinten raus, ne? Der rennt direkt zu unserer Artillerie. Wollen wir uns den mal holen gehen? Ist gut. Dann komm mal mit. Ich komme. Hallo, oh. Arti. Froggenhardt hat gerade eben subscribed. Herzlich willkommen in der Herde, Froggen. Dankeschön, dreifaches Zibibmu. Und schon wieder der Clip.
Du bist jetzt als Nekrophilie-Schänderin bei uns eingetragen. Das ist okay, oder? Was? Oh, der hat noch so viele Hitpoints. Puh. So, dann greifen wir jetzt noch den KV-85 an. Da darfst du denn vorfahren. Ja, die hat mich bei meinem Hobby erwischt. Ja. Ich sag nichts dazu. Ich lache immer noch. Oh, oh, wow. So, fahr mal vor hier. Und greif den mal an. Fahr ruhig ran an den. Okay, er hat geschossen. Nice one. Und wieder. Ah, jetzt kannst du dich auch an mir ausleben. Viel Spaß. Ati hat. Hatte ich schon. Ach, so eine ist sie. Okay, verstehe. Wird alles nur einmal benutzt. Okay. Der liebe King hat gerade eben 95 Bits gecheert, ist damit auf Platz 2. King, vielen lieben Dank, Dankeschön. So, vor dir ist irgendwo noch ein T71 und ein Nashorn eventuell. Wenn du dich ganz, ganz links hältst, da hinter dem KV-2-Wrack, könntest du dich ranschleichen von hinten. Schepper. Also, ne, der Mu ist jetzt wieder da. Ab morgen gibt es auch wieder Videos gibt es noch nicht. Die muss ich morgen erst aufnehmen, aber ab morgen um 14 Uhr ungefähr gibt es wieder den nächsten Stream. Bis Donnerstag, einschließlich Donnerstag. Freitag geht es dann zum Start auf der Heide und dann ist der Mu wieder komplett da. Dann hat er erstmal nichts mehr vor und kann ich endlich wieder ein bisschen was machen. Es freut mich, dass ihr heute auch so zahlreich nochmal da seid, auch wenn der Stream heute überhaupt nicht angekündigt war und rein random war. Vielen lieben Dank. Freue ich mich wirklich. Wie lange bin ich schon live? Seit, weiß ich nicht, habe ich vergessen. 15 Uhr? Ja. 15:30. Gunnar! Gunnar4711 hat gerade eben subscribed. Herzlich willkommen in der Herde, Gunnar. Dankeschön, dreifacher Zippit Mu. Ich hatte dich mir irgendwie anders vorgestellt. Ja, ich mir auch. Kann nichts dafür. Oh. Oh. Die Ati. Oh, die Su, die hat uns beide erwischt. So, aber. Ja, ich schicke euch jetzt erstmal weiter. Das war erstmal heute nur ein Random-Stream. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Subben und fürs Followen. Wir sehen uns morgen wieder, 14 Uhr, dann geht's auch länger. Und vielen lieben Dank an die Prinzessin, die heute das erste Mal dabei war. Aber es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Prinzessin, war mir eine Freude. Danke dir. War auch lustig. So, dann schicke ich euch mal weiter und seid ganz, ganz lieb. Ne? Die Dame macht sonst sehr viel Charity, also lasst mal ruhig ein Follow da. Es lohnt sich. Also für alle Beteiligten. Und tschüss. Sag doch tschüss. Sag doch tschüss. Gut. Tschüss, liebe Herde. Macht's gut.